Ja, dann ein herzliches Hallo in die Runde heute hier im Presseraum der MDCC Arena. Wie gewohnt, zwei Tage vor dem nächsten Spiel des 1. FC Magdeburg. Am Samstag steht ein Heimspiel an. Es ist der 6. Spieltag der 3. Liga und wir empfangen 1860 München hier in der MDCC Arena. 14 Uhr ist Anstoß. Aktuell sind 16.000 Tickets vergeben. Ist also noch ein bisschen Luft. Die Blöcke 1 und 2 sind geöffnet. Endlich wieder geöffnet. Das heißt, mehr Kapazität für den 1. FC Magdeburg im Rahmen der Heimspiele. Und bis zu 18.000 Fans könnten es dann am Samstag werden. Entsprechend, wenn es noch Tickets gibt, werden die Tageskassen wie gewohnt 2 Stunden vor dem Spiel öffnen. Und wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung anlässlich dieses Heimspiels. Und ja, an dieser Stelle erstmal wie gewohnt ein Gruß an unseren Cheftrainer Stefan Kremer. Und Sören Bertram ist heute bei uns als Offensivakteur. Stefan, die Mannschaft ist hineingegangen in die Woche mit Blick auf das Wochenende. Wie schaut es wie gewohnt die Frage aus personell? Wer fällt eventuell aus? Ja, also ausfallen tut Stand jetzt keiner. Ausfallen wird Stand jetzt keiner. Alle sind gesund durch die Woche gekommen. Dustin ist im Aufbautraining, der macht ganz gute Fortschritte, arbeitet da sehr hart und da hoffen wir, dass wir ihn in ein paar Wochen auch dann wieder im Mannschaftstraining begrüßen können. Ansonsten war die Woche so strukturiert, dass wir Dienstag war umschalten in beide Richtungen, am Mittwoch war 11 gegen 11 in unterschiedlichen Grundordnungen und heute war das Thema, wie kann ich gegen einen Gegner in unterschiedlichen Räumen zu Torchancen kommen. Ich fand alle Einheiten bis jetzt richtig gut. Wir haben wirklich eine vernünftige Trainingswoche hinter uns. Und das ist aber auch bitter nötig, weil ich glaube, ganz einfach auf Strecke wirst du nur so gut spielen, wie du trainierst. Deswegen ist uns die Trainingsqualität extrem wichtig und die müssen wir hochhalten. Körperlich sind die Jungs sowieso in einem guten Zustand. Und das müssen wir aber auch weiter mindestens auf diesem Niveau halten. Der Gegner, ja, eine sehr eingespielte Mannschaft, wenig Neuzugänge, sondern die Jungs kennen sich gut. Das siehst du auch in den Abläufen, wenn du dir ihre Spieler im Video anguckst. Und in der Vorbereitung auf das Spiel ist mir auch aufgefallen, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass so im letzten Jahr nur 2 Heimsiege, glaube ich, im Stadion waren. Ich weiß jetzt gar nicht genau, in wie vielen Spielen, aber wenn wir in 18, okay, wenn wir unseren Auftrag erfüllen wollen, hier eine stabile Saison zu spielen und die vielen jungen Spieler in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern, dann sollten wir einfach anfangen, Heimspiele zu gewinnen. Das ist die Basis. Und wenn du so eine Arena hast, mit so vielen Zuschauern im Rücken, mit so fanatischen und wirklich, wirklich enthusiastischen Fans, da musst du zu Hause gewinnen. Da kannst du nicht ein Jahr lang nur 2-mal gewinnen. Ich meine, das ist hier kein Wald- und Wiesenverein. Der Club ist eine Legende. Und da gehört es neben den Ergebnissen, um die es im Profifußball immer geht, und neben der Entwicklung, um die es auch immer geht, wenn du viele junge Spieler in der Mannschaft hast, geht es aber auch mindestens genauso darum, die Leute hier stolz zu machen auf ihren Club. Und wenn du dann nur 2-mal gewonnen hast im vergangenen Jahr, dann ist es ein bisschen dünn. Und also das Mindeste ist, dass du immer, immer in diesem Stadion alles, was du hast, auf dem Platz liegen lässt. Wenn du das dann machst, so wie gegen Freiburg, dann haben die Leute auch Verständnis, wenn du dann mal verlierst. Das kann dir im Fußball immer passieren. Aber wenn du eben ein Jahr lang fast gar nicht im Stadion gewinnst, dann ist das eine Situation, die natürlich auch den Leuten nicht gefallen kann, die so ihren Club lieben. Und deswegen müssen wir alles investieren, um am Samstag das Ding in eine andere Richtung zu drehen. Und hier aus einem Selbstbedienungsladen mal wieder eine richtige Festung zu machen. Ja, danke Stefan. Das war auch das Stichwort, Sören. Das Chemnitz-Spiel ist jetzt abgehakt. Wir blicken auf 1860. Du kennst den Gegner vielleicht auch so ein bisschen. Die Fans haben dazu aufgerufen, alle in Weiß ins Stadion. Es wird uns eine große Kulisse dann erwarten am Samstag. Wie groß ist deine Vorfreude? Und vielleicht mit Blick auf den Gegner, was meinst du, was uns erwartet? Ja, die Vorfreude ist riesengroß auf das Spiel. Gerade ich habe das auch mitbekommen, dass die Fans eine Choreo planen. Ist natürlich immer eine besondere Sache, weil wenn man dann aus dem Spielertunnel rauskommt und so wie es angekündigt ist, alle in Weiß sind, ja, ist einfach eine Sensation. Egal, welches Spiel es jetzt war, zu Hause war es immer geil zu spielen. Auch auswärts haben uns die Fans ja, aus jedem Auswärtsspiel ein Heimspiel gemacht. Da freue ich mich riesig drauf. Und 1860 ist, glaube ich, eine Mannschaft auch mit viel Tradition. Auch ein großer Kultverein. Ja, der Trainer hat uns gut vorbereitet im Video und ja, die Mannschaft ist, glaube ich, fußballerisch sehr, sehr gut. Versucht ja, immer vorne zu pressen, um dann schnell umzuschalten und ja, da müssen wir wachsam sein.
Und ja, ich hoffe, dass wir ein geiles Spiel abliefern vor ausverkauftem Haus und dann die Fans mit einem guten Spiel zufrieden ins Wochenende schicken können. Danke, Sören. Es sind übrigens auch 1500 Gäste vor Ort, also auch da wird es eine tolle Stimmung geben im Gästebereich. Und dann kommen wir gleich zu euren Fragen. Gibt es Fragen eurerseits? Manuel Höscher beginnt. Frage an den Trainer. Zuletzt wurde ja viel darüber diskutiert, über die Präsenz in dem Strafraum, dass dort eben tatsächlich die Flanken auch von außen kommen müssen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr da tatsächlich auf eine Doppelspitze dann vielleicht sogar umstellt jetzt gegen 60? Ist eine Variationsmöglichkeit, aber für mich ist die Präsenz in der Box nicht abhängig, ob ich mit einer oder mit zwei Spitzen spiele, weil die Box kann ich auch belaufen im 4-3-3 oder im 4-2-3-1 mit genügend Spielern. Das Problem im Chemnitz war nicht die Besetzung der Box, die war oft genug aus unserer Sicht ausreichend besetzt, nur wir sind nicht reingekommen. Und deswegen war auch heute der Schwerpunkt, wie kann ich gegen eine, wenn es uns dann so passiert, dicht gestaffelte, zentrumsorientierte Deckung trotzdem zu Torchancen kommen. Das haben die Jungs heute gut gemacht und ich hoffe, die Umsetzung sieht man am Samstag. Kurze Nachfrage dazu trotzdem nochmal, weil ja beispielsweise zu dieser Doppelspitze dann gehören würde, dass jetzt Beckus dann in der Mitte ein bisschen entlastet werden könnte, dass sich ergänzen könnte. Einer der Kandidaten sitzt hier vorne dann auch. Wäre das dann aus dieser Sicht tatsächlich dann auch die Möglichkeit, um noch ein bisschen über diese Variation hinauszugehen, einfach wie gut die beiden dann eben auch zusammenpassen können? Also ich glaube, beide können und haben ja auch schon in den Umstellungen, die wir in den vergangenen Spielen hatten, bewiesen, dass es beide zusammen in der Doppelspitze gut regeln können, weil sie sich sehr gut ergänzen. Und da müssen wir jetzt überlegen, ob das von Anfang an Sinn macht, ob das wahrscheinlich oder vielleicht eine Möglichkeit ist, im Spiel dahin zu kommen. Oder ob wir vielleicht mal ganz was anderes machen. Da sind jetzt die Überlegungen noch nicht ganz abgeschlossen. Rudi Bartletz, bitte. Herr Krämer, aus Ihren Eingangsdarlegungen habe ich ein paar neue Formulierungen entnommen. Wald- und Wiesenverein, kein Selbstbedienungsladen. Kann es sein, meine Frage, dass auch Sie gegenüber der Mannschaft sagen wir mal, die Zügel ein bisschen anziehen? Oder angezogen haben schon? Nein, das brauche ich nicht. Die Mannschaft funktioniert hervorragend. Wir haben in jedem Training richtig Zug drin. Die Mannschaft ist total diszipliniert. Wir haben noch nicht einmal auch nur drüber nachdenken müssen, irgendwelche Strafen auszusprechen, weil die Mannschaft uns überhaupt keine Veranlassung dazu gibt. Und nee. Gibt keinen Grund. Habt ihr weitere Fragen? Langweilig. Okay, dann vielen Dank. Wir stehen dann jetzt für die abgesetzten Töne zur Verfügung. Bis Samstag.